Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Immobilien Nordzypern. Erdem Çetin, Inhaber der Maklerkantur Norsky Property und der Autovermietung Norsky Property. Ich begrüße Sie heute von einem sonnigen Tag in Girne in unserem Büro in der Innenstadt und ich habe für Sie sehr interessante Themen vorbereitet, wie zum Beispiel die neue Gesetzregelung. Dann gibt es bestimmte Unklarheiten mit den Kaufgenehmigungen und mit den Resales, weil ich kriege heutzutage 5 bis 15 Nachfragen, was die Leute tun sollen mit ihren Resale-Objekten, ob sie es weiterverkaufen können, ja oder nicht. Fangen wir ganz von Anfang an mit der Geschichte von Nordzypern. Nordzypern ist ein Staat, das nicht anerkannt ist, das stimmt. Aber Nordzypern ist kein Staat, das besetzt ist. Das stimmt nicht und entspricht auch nicht der Wahrheit. Manche Influencer oder YouTuber, auch in Google wie Wikipedia, steht drin, dass Nordzypern besetztes Land ist. Das stimmt überhaupt nicht. Das kann ich nachvollziehen, indem ich seit 24 Jahren auf Nordzypern lebe. 1974 haben die türkischen Zyprioten hier auf der Insel ihre eigene Region Staat gegründet. Das heißt TRNC, also Republik Türkische Nordzypern. Es ist eine Republik, es hat eigenes Staat, eigenes Parlament, eigene Ministers, eigenen Bundespräsidenten, einen eigenen Bundeskanzler und 99,99% von den Politikern auf Nordzypern sind ursprüngliche zypriotische Türken. Das ist zu dem Thema. Ob Nordzypern komplett unabhängig ist, zu solchen Fragen kann ich Ihnen auch gerne Antworten geben. Also Nordzypern hat sich die letzten 10 Jahre gut fortgeschritten im Immobilienmarkt, im sozialen Wesen und auch selbstverständlich im Bildungs- und Gesundheitswesen. Aber mit dieser Immobilienexplosion kam es dazu, dass die Infrastruktur bei manchen Regionen nicht fortgeschritten ist und dass der Staat auch teilweise ab und zu Schwierigkeiten bekommt mit dem gesamten in Regel zu kommen. Das bedeutet, es gab bestimmte Unklarheiten. Mit der Zeit haben sie auch die Gesetze geändert. Die erste Gesetzänderung waren die Steuern. Warum? Deutsche, Schweizer, Europäer, also Ausländer haben auf Nordzypern viel investiert. Das bedeutet, sie haben Immobilien gekauft, sie haben Grundstücke gekauft, sie haben in Anlagen gekauft. Man hat ihnen gesagt, sie können diese gekauften Off-Plan-Objekte jederzeit als Resale verkaufen. Bis zu dem neuen Gesetz war das auch so richtig. Mit dem neuen Gesetz hat der Staat es durchgeführt, dass jeder Steuern zahlen muss. Vorher mussten sie nur 0,5 Stempelgebühren bei der Registrierung ihres Kaufvertrags zahlen. Später wurden die Gesetze geändert, dass man schon bei der Registrierung des Kaufvertrages im Grundbuch 6% Steuern zahlt für die Eintragung. Also, heute aktuell müssen Sie 6,5% Steuern während der Eintragung zahlen. Dann, was passiert dann? Mit Ihrem eingetragenen Kaufvertrag brauchen Sie eine Kaufgenehmigung im Innenministerium. Der Anwalt, der angemeldete, geprüfte Immobilienmakler oder der Notar wird für Sie dann den Antrag des Kaufvertrags stellen im Innenministerium. Das wird per Online betätigt. Wenn das zustande kommt, dann haben sich eigentlich alle Phasen hinter sich. Sie brauchen aber letztendlich eine Immobilienurkunde. Was bedeutet die Immobilienurkunde? Die Immobilienurkunde ist eine Urkunde, wo drauf steht, dass dieses Objekt, das Grundstück, das Haus, das Penthouse komplett Ihnen gehört. Hier zeige ich Ihnen ein Beispiel von einer Urkunde. Es ist nur eine Grundstücksurkunde. Hier steht Tapu ve Kadastro Dairesi, das heißt auf Türkisch ist Grundbuch. Taşınmaz Kurçanı heißt, das ist die Urkunde für Ihre Immobilie. Hier steht drauf, in welcher Region, in welchem Dorf, wie groß Ihr Grundstück oder Haus ist und unten sind dann die Informationen. Wenn es ein Haus oder eine Villa oder ein Penthouse sein würde, dann würde hier stehen, wie groß es ist, was die Quadratmeterzahl ist. Da es ein Grundstück ist, stehen nur die Parzellen drauf, auf welcher Parzelle es steht. Und hier steht der Name des Inhabers drauf. Hier in dem Fall steht mein Name drauf, Erdem Çetin. Ich habe zwar zwei Vornamen, aber ich nutze nur den Erdem. Also Erdem Çetin. Und das ist der Stempel vom Grundbuch. Solange Sie so eine Urkunde am Ende bekommen, sind Sie in Sicherheit. Sind Sie nicht vorher in Sicherheit? Selbstverständlich sind Sie auch vorher in Sicherheit. Sie brauchen nur einen registrierten Kaufvertrag im Grundbuch. Ist das das Einzige, was für Sie wichtig ist? Nein, selbstverständlich nicht.
Wenn Sie sich entscheiden, auf Nordzypern irgendetwas zu kaufen, was ist der Fortschritt? Was ist zu tun? Der erste Schritt dafür ist, Sie brauchen Fachleute. Punkt 1. Wenn Sie vorhaben, auf Nordzypern zu investieren, müssen Sie schauen, dass Sie eine zertifizierte, geprüfte Makleragentur finden. Punkt 1. Kaufen bei zertifizierten Maklern. Wozu ist das wichtig? Jeder, der in Deutschland nicht erreicht hat, hat angefangen auf Nordzypern zu promoten, zu werben, versucht jederzeit Immobilien zu vermitteln. Weil die Provisionen, die die Bauträger bei Off-Plan anbieten, sind sehr hoch. Was schade ist, sie haben mit der Zeit auch den Immobilienmarkt kaputt gemacht, indem sie ihnen ihren eigenen Landsleute Objekte verkauft haben mit 20% Provision. Stellen Sie sich vor, all diese Blondinen, die Ihnen diese 3D-Presales ins Netz stellen, diese Leute kriegen für jeden Prozess bei jedem Kunde, den sie zum Ende kommen, 20% Provision und dafür zahlen sie null Steuern. Das ist höchst kriminell und offiziell. Was der nordzyprische Staat dagegen tun kann, am März wurde der Maklergesetz unterzeichnet. Selbstverständlich wird es Maßnahmen geben. Der Maklerverband kümmert sich im Momentan darüber. Auch Leute wie zum Beispiel der Deutsch-Türke mit der Brille, der aussieht wie ein Zuhälter, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücken darf, man redet zwar nicht schlecht vor Kamera, aber ich muss es ganz deutlich ausdrücken, weil das sind kriminelle Leute, die wirklich in Deutschland nichts erreicht haben und hier den Leuten so tun, als ob sie Fachleute wären. Weil viele sagen, ja, die Grundstücke müssen parzelliert werden in den Anlagen. Nein, parzelliert werden die Grundstücke vor dem Projekt. Ich werde es Ihnen jetzt 1:1 ganz detailliert erklären, damit Sie das verstehen. Sie möchten ein Grundstück auf Nordzypern kaufen, was ist zu tun? Hier ist ein Grundstück, was 600 Quadratmeter groß ist. Kann ein Grundstück mit 600 Quadratmeter parzelliert werden? Nein. Ein Grundstück, was 600 Quadratmeter hat, kann nicht parzelliert werden. Was kann parzelliert werden? Weil ein Grundstück, das parzelliert werden soll und muss, da kann nur Minimum 600 Quadratmeter groß sein. Also, um ein Grundstück zu parzellieren, damit sich es lohnt, muss es eine große Fläche sein. Wie zum Beispiel bei zwei Dönüm. Ein Dönüm auf Nordzypern entspricht gleich 1338 Quadratmeter. Wir sagen ein Dönüm, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt, ein Hektar. Also ein Dönüm entspricht auf Nordzypern 1338 Quadratmeter. Das ist die Fläche für ein Dönüm. 1338 Quadratmeter darf das Grundstück sein, was Sie investieren. Wenn Sie in Grundstücke investieren, darf das Grundstück nicht größer als 1338 Quadratmeter sein. Wenn Sie ein Haus kaufen, darf das Haus nicht größer ein Grundstück haben als 3300 Quadratmeter. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, Sie dürfen nur eine Immobilie erwerben. Pro Paar wollen wir eine Immobilie erwerben? Ja, das ist möglich. Aber dann darf nur eines Paar im Grundbuch eingetragen werden. Also Sie können als Paare insgesamt pro Person nur eine Immobilie erwerben. Das zu dem Punkt. Das neue Gesetz möchte einfach, dass die Bauträger die Immobilienurkunden individuell zur Verfügung stellen, den Käufern. Warum? Ansonsten müssen die Käufer so lange warten, bis sie ihre Immobilienurkunden bekommen. Also das neue Gesetz dient nur dazu, dass die neuen Käufer schneller, seriöser und viel einfacher ihre Immobilien für die Zukunft sicherer weiterverkaufen können. Was ist heute aktuell der Fall? Heute aktuell können Sie diese Resale-Objekte nicht verkaufen. Ganz einfach, warum? Weil diese Anlagen, wo Sie investiert haben, sind noch nicht fertiggestellt. Und eine Anlage, die noch nicht fertiggestellt wird, dafür kann der Bauträger noch keine Immobilienurkunde zur Verfügung stellen. Er könnte sie aber zur Verfügung stellen, wenn er sie im Voraus schon beantragt hätte. Nach dem neuen Gesetz, wenn Sie eine Immobilie kaufen, als Off-Plan, als Pre-Sale, dann muss der Bauträger innerhalb 12 Monate die Kat-Iktifak-Kutschan heißt, die individuelle Immobilienurkunde zur Verfügung stellen.
Ansonsten muss der Bauträger eine Straftat bis zu 500 Mindestlohn zahlen. Das sollte für Sie das wichtigste Punkt sein. Auch ein wichtiger Hinweis zu den Käufern, die von ihren eigenen Landsleuten oder egal welche Nationalitäten Shared Title Deeds gekauft haben. Was bedeutet Shared Title Deed? Shared Title Deed ist ganz einfach. Stellen Sie sich diese Urkunde vor, aber dort steht drauf, Sie sind Inhaber von 100% von 50.000. Also Sie sind ein Anteilinhaber, Shared Title Deed. Bekommen diese Shared Title Deeds niemals eine private individuelle Urkunde? Ja, selbstverständlich. Wenn alle Käufer zusammenkommen und wenn der Bauträger nicht das getan hat, was getan werden soll, wie zum Beispiel die Steuern nicht bezahlt hat oder die individuelle Urkunde nicht zur Verfügung gestellt hat oder wenn der Bauträger Konkurs gegangen ist, dann können Sie diese Leute mit Shared Title Deed die Urkunde nicht bekommen. Und nach dem neuen Gesetz kann es sein, dass diese Leute mit Shared Title Deed ihr Kaufvertragsgültigkeit verlieren. Deswegen haben manche jetzt Angst und sind unsicher. Manche hoffen, dass sie das Gesetz wieder ändern werden oder erleichtern werden. Mal schauen, wie sich das Gesamte zustande kommen lässt. Der Immobilienmarkt ist weiterhin sehr interessant, aber Sie müssen vorsichtig sein. Ich als Fachmann würde Ihnen immer an erste Meereslinie empfehlen. Warum? Denken Sie nicht an heute, denken Sie nicht an morgen, denken Sie an übermorgen. Wenn ich etwas kaufen möchte, dann möchte ich nah zum Meer, zum Strand sein. Das wollen auch immer wieder viele Europäer haben. Also desto näher Sie zum Meer, zum Strand sind, desto besser ist es. Aber heutzutage gibt es nicht mehr viele Projekte, die an erster Meereslinie sind. Es werden auch viele Projekte vermarktet an erster Meereslinie, obwohl es keine erste Meereslinie-Projekte sind. Die eine Blondine, wenn ich so reden darf, hat die Riesenanlage an ihre eigenen Landsleute verkauft mit erster Meereslinie-Behauptung, aber jetzt demnächst wird davor ein Hotel oder irgendetwas gebaut. Und die Leute, die diese Immobilien als erste Meereslinie-Objekte gekauft haben, haben sozusagen Pech. Wer ist schuld? Ist der Staat schuld? Nein. Wer ist schuld? Ist der Anwalt schuld? Nein. Wer ist schuld? Am Ende, Sie sind schuld. Sie haben sich nicht richtig informieren lassen. Weil heutzutage aktuell auf Nordzypern gibt es 253 zertifizierte, angemeldete Immobilienmakler. Und die Immobilienmakler auf Nordzypern haben einen sehr guten Ruf. Wozu gibt es dann diese Unklarheiten? Oder warum sind ein paar einheimische und europäische Investoren unzufrieden, weil sie im Voraus nicht gut beraten wurden? Ganz einfach. Ich habe in jedem meiner Videos gesagt, Sie dürfen nur eine Immobilie erwerben. Aber was haben manche gemacht? Sie haben zwei gekauft, sie haben fünf gekauft, sie haben sechs, zehn gekauft durch die Trustees. Wer ist schuld? Die GIE ist schuld. Und leider hätten Sie sich im Voraus gut informieren müssen. Sie können, wenn Sie Klagen haben, wenn Sie Probleme haben mit den Influencer oder YouTuber, können Sie sie jederzeit gerne der Makleragentur der türkischen zypriotischen Verband anmelden. Hier zeige ich Ihnen gleich die Seite des Maklerverbandes. Das ist die Seite des Maklerverbands auf Nordzypern. Die heißt auf Türkisch kıbrısemlakçılardernei.com. Mein Assistent wird auch gleich die Adresse dafür ins Netz stellen, damit Sie sich das anschauen können. Hier sehen Sie alle zertifizierten, geprüften und angemeldeten Immobilienmakler, die offiziell sind. Was ist mit den anderen? Die anderen sind schwarze Schafe, sind inoffiziell kriminelle Leute. Da sie kein Geld haben, haben sie auch keine Angst, um kriminelle Ereignisse weiterhin zu tätigen. Wer nichts hat, der schaut, wie er an Profit kommt. So einfach ist das. Es tun mir viele Leute leid, die bei diesen Leuten investiert haben. Am Ende wird den Markt teilweise einen schlechten Erlebnis dazu kommen, dass viele ein schlechtes Erlebnis bekommen. So wird es sein. Und ich weiß, vor der Kamera sollte man nicht schlecht reden, aber der Markt wird so zerstört, dass einer vor Kamera das andeuten muss. Ich werde Ihnen jetzt ein Beispiel geben. Die eine Blondine erzählt, sie hätte 11 Immobilien gekauft auf Nordzypern. Erste Frage, sie kann überhaupt keine 11 Immobilien kaufen. Also ist es eine Lüge. Sagen wir mal, sie hat durch Trustees 11 Immobilien gekauft. Dann frage ich sie, woher kam die Überweisung? Kam sie vom Ausland? Nein. Wenn sie von Nordzypern kam, ja. Woher kam das Geld? Ich sag's Ihnen, von den Provisionen, von denen sie an eigene Landsleute verkauft hat. Schade.
20%. Ich bin der Meinung, sie hat um die 2-3 Millionen Pfund verdient. Was sie gut macht, sie macht gute Werbung in YouTube, kann man nicht sagen. Aber die Leute müssen intelligent sein, die Zuschauer, Zuhörer, und müssen sich gut informieren lassen. Hier ist die Liste der offiziellen Makler. kbsmnationaldani.com. Die Seite hat auch eine deutschsprachige, englischsprachige Übersetzung, aber ich würde Ihnen die englischsprachige Übersetzung empfehlen, weil wenn sie auf Deutsch kommen, wird sie manche Makler falsch übersetzen. Bei uns steht zum Beispiel North Sky Properties, können Sie lesen, auf der 161. Stelle. Also ich bin ein zertifizierter, geprüfter Immobilienmakler. Normalerweise möchte ich in keinem Video nicht jedes Mal das andeuten, aber da immer mehr Leute nicht wissen, wo sie, bei wem sie nicht investieren sollen, gelangen sie in schlechte Hände. Und das ist ein Problem für unseren Markt. Wir werden unseren Markt weiterhin schützen, schonen. Es ist unser Markt, es ist unsere Heimat, es ist unsere Insel. Wir haben die Insel lieb. Und wir möchten sie auch nur an gutwilligen Europäer vermarkten. Und wir möchten hier auch auf der Insel keine schlechte Atmosphäre haben. Aber wenn weiterhin die Influencer und YouTuber weiter vermarkten, ist das Problem, dass am Ende die eigenen Landsleute übervorteilt werden. Das ist die Wahrheit. Wer kauft eine Immobilie und wer zahlt seinem Berater oder Fachfrau 20% Provision? Seien Sie doch ehrlich. Ich bin auch ein Verkäufer. Ich verdiene auch mein Geld von Immobilien. Aber was wir gut machen ist, wir bereiten ins Voraus vor. Wir bereiten die Objekte nicht nach den Provisionen, sondern nach den Bedürfnissen. Und die meisten Objekte, die sie ins Netz stellt, die darf sie überhaupt gar nicht ins Netz stellen. Aber YouTube ist auf Nordzypern nicht anerkannt. Das Problem ist, sie sagt, ich mache nur Werbung, ich bin eine Beraterin, bla bla bla. Am Ende sie zu kriegen oder zu beurteilen, ist wahrscheinlich schwierig. Und auf Nordzypern ist leider der Prozess sehr langsam, auch das juristische Prozess. Aber glauben Sie mir, eines Tages wird der juristische Prozess mit diesen Leuten anfangen, vor allem mit dem Deutsch-Türken sowieso, weil er erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht. Und in seinem letzten Video hat er gesagt, man sollte nicht von Türken und Zyprioten kaufen, sondern von Engländern kaufen. So redet man nicht vor Kamera. Vor allem ist das größte Problem, die meisten Immobilieninhaber, die gebrauchte Bestandsimmobilie haben, und wenn es von Engländern sind, es gibt so viele Engländer, die haben nur Shared Title Deed. Das sind genau die Urkunden, die Probleme haben, die prozentuale Anteile haben. Also deswegen seien Sie vorsichtig, bei wem Sie investieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie müssen nicht unbedingt zu unserer Makleragentur kommen. Wir würden uns zwar sehr freuen, wenn Sie zu uns kommen, aber es gibt weiterhin 253 zertifizierte, sehr gute Makleragenturen. Und unter den 253 Leuten sind nicht diese YouTuber oder Influencer vorhanden. Deswegen, ob Sie zu uns kommen oder zu den anderen Zertifizierten gehen, spielt keine Rolle. Hauptsache, kaufen Sie, investieren Sie bei zertifizierten Maklern. Ich sage das Ihnen vom Herzen, vor allem sage ich es Ihnen, weil ich jeden Tag Schmerzarbeiten nacharbeiten muss von den Leuten, die den eigenen Landsleuten schlechte Erfahrungen erlebt haben lassen, muss ich als zertifizierter Makler, einer muss vor Ort behilflich sein, ob das jetzt eine geringe Dienstleistung ist oder eine höhere Dienstleistung. Ich habe auch teilweise Schwierigkeiten, für welche Preise ich diese Dienstleistung machen soll, weil keiner macht diese Dienstleistung. Das sind Schmerzarbeiten. Stellen Sie sich vor, ich habe damals das Beispiel bei Linda gegeben aus der Schweiz. Ohne mich, ohne unsere Agentur, hätte Linda keine Sicherheit über ihre Immobilie. Und für eine sehr geringe Summe haben wir ihre Immobilie gerettet. Und das ist kein Spaß, das ist kein Scherz. Es geht um Tausende von Euros, von Hunderttausende von Euros. Ich ehre mich selber und meine Zukunft, weil wir leben von Referenzen. Ich bekomme jeden Monat, jeden zweiten Monat Referenzen von den vorigen Kunden. Also das ist ein Vorteil bei uns in der Agentur, weil ich gebe mein Bestes. Es sind nicht nur die Verkäufe, die hauptsächliche Arbeit beginnt eigentlich nach dem Verkauf, aber nicht nur nach dem Verkauf, sondern vor dem Verkauf. Zum Beispiel, Sie schicken mir 10, 15 Objekte. Nicht jeder Bauträger hat gute finanzielle Möglichkeiten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Nicht alle Bauträger bauen auf ihrem eigenen Grundstück.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Grundstück, mein eigenes Grundstück bebauen würde, dann ist es mein eigenes, hat null Hypotheken. Aber es gibt auch Bauträger, die haben Hypotheken auf ihren Grundstücken oder es sind nicht ihre eigenen Grundstücke. Warum? Weil sie haben sich mit dem Grundstückinhaber geeinigt auf Immobilien. Anstatt dass sie dem Grundstückinhaber bar zahlen, zahlen sie mit Immobilien. Das bedeutet, der Bauträger kann erst die Urkunde überschreiben, wenn er zuerst die Immobilien für den Grundstücksinhaber fertiggestellt hat. Und Sie als Käufer bekommen Ihre Urkunde erst dann, wenn er erlaubt, Ihnen das zu überschreiben. Das, ich weiß, es hört sich kompliziert an, ist aber nicht kompliziert, weil wir Fachleute können das im Voraus klären. Oder Sie möchten ein Grundstück kaufen und wissen nicht, wie viel Prozent Sie Bauerlaubnis haben. Ist eigentlich ganz einfach. In der Innenstadt, in Girne, bekommt man circa je nach 100% bis 200% Bauerlaubnis. Meistens sind die Bauprozente im momentan in der Innenstadt in Girne bei 120% und bei 4 Stock wird erlaubt. In den Dörfern in Girne ist die Bauprozenterlaubnis bei 35% und sie dürfen nur zweistöckig bauen. Manche Grundstücke sind speziell Eckgrundstück, da können Sie sogar ein Untergeschoss bauen und mit dem Untergeschoss können Sie sogar je nach Grundstücksgröße bis 400 bis 1000 Quadratmeter geschlossene Fläche erreichen. Das war wiederum ein wichtiges Thema. Ist heute überhaupt Investieren auf Nordzypern rentabel? Ich stelle mir die Frage jeden Tag. Selbstverständlich, Nordzypern ist eine tolle Insel. Sie sollten hier investieren, aber für einen anständigen Preis, für gute Dienstleistungen. Sie sollten gut beraten werden. Das Gesamtpaket muss passen. Also Sie können nicht nur bei Leuten investieren, weil die guten Menschen einen guten Eindruck machen. Die Leute müssen Fachleute sein. Und hier habe ich Ihnen die Liste gedeutet. Hier sehen Sie auch unsere Makleragentur, unsere Maklerseite. Also Sie können sich im Voraus eigentlich gut informieren lassen. Im Internet steht zwar nicht alles korrekt, aber Sie finden immer wieder die Fachleute. Und es gibt schon sehr gute Agenturen auf Nordzypern. Und ich freue mich auf jede neue Kontaktaufnahme. Ich habe die letzten 50 Tage mindestens 15 Familien geholfen, ihre Kaufgenehmigung zu bekommen, zu beantragen und. Es freut mich, weil ich als Person mich nicht nur zuständig fühle für Verkäufe, sondern auch für Nacharbeit, obwohl wir nicht diese Immobilien verkauft haben. Also habe ich rein theoretisch, ich und meine Agentur, anderen Menschen geholfen, die in Not und Schwierigkeit gelangen sind. Und um den Immobilienmarkt und um die Insel vor Unklarheiten, vor negativen Erlebnissen zu schützen, habe ich Ihnen heute das aktuelle Maklerverbandsseite angedeutet. Alle Leute außerhalb dieser Firmen sind nicht verfügbar für Immobilien. Und sie sind kriminell. Ganz offen, weil der Staat erlaubt es nicht. Ja, Erdem, warum werden dann diese Leute nicht beurteilt? Ja, vielleicht ist es nicht heute, morgen, übermorgen, vielleicht dauert es lange. Ich kann dazu nichts sagen, es ist ein juristisches Thema, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass der Maklergesetz unterzeichnet worden ist und alle Firmen außerhalb dieser Firmen sind keine offiziellen Makler. Es gibt Leute, die nennen sich als Makler, aber wir nennen sie als Fachleute möchte gern Makler. Mir hat man gesagt, man soll niemand schlecht vor der Kamera reden. Ja, man soll nicht schlecht vor der Kamera reden, aber man soll vor der Kamera auch die Wahrheit sagen. Vor allem, wenn ich als Makler jeden Tag Kontakte bekomme von Deutschen, die falsch investiert haben, die Share Title Deed haben und. Wer ist schuld? Versteht mich nicht falsch. Am Ende seid ihr selber schuld, weil ihr habt von euren eigenen Landsleuten falsche Investitionen getätigt. Und dafür können sie keinen beschuldigen. Weder den Staat noch die zertifizierten Makler. Und deswegen bitte, bitte, bitte lassen Sie sich im Voraus gut informieren. Und die Leute, die Sie beraten, sollten Ihnen so eine Urkunde vorgeben können. Hier steht, dass man eine Lizenz hat, dass man ein zertifizierter, geprüfter Immobilienmakler ist. Ihr Geld ist wichtig, Ihre Zeit ist wichtig. Gönnen Sie sich die Zeit, nehmen Sie sich genug Zeit, kommen Sie nach Nordzypern, besichtigen Sie die Insel mit den zertifizierten Maklern auf Nordzypern. Hier sehen Sie auch meine Makleragentur, Nordsky Property. Es ist einfach wichtig. Wenn Sie krank sind, fahren Sie zum Arzt. Wenn Sie einen Schrank brauchen, fahren Sie zum Schreiner.
Wenn Sie ein Auto kaufen möchten, fahren Sie zum Autohändler. Und wenn Sie eine Immobilie brauchen, sollten Sie zum Makler gehen und nicht zu Influencer oder YouTuber, die behaupten, alles zu wissen, obwohl sie null Ahnung haben. Glauben Sie mir, diese Leute haben wirklich keine Ahnung. Ganz einfach, Sie möchten sich ein Grundstück kaufen, aber er weiß nicht mal, wie viel Prozent das Bauerlaubnis hat. Dafür muss er einen Einheimischen beauftragen, der hinfährt und nachfragt und. Das wird Sie alles doppelt so teuer kosten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Eine Bestandsimmobilie, wo die 5% Mehrwertsteuern bezahlt worden sind, kostet 375.000 Pfund als Beispiel. Sie gehen zu dem Influencer und möchten es von ihm kaufen. Er wird Ihnen den Preis auf 420.000 stellen und die Differenz ist dann 45.000 Pfund. Der einheimische Verkäufer, um seine Immobilie zu verkaufen, ist es ihm egal, ob das jetzt eine zertifizierte Agentur ist oder ob das blauäugige Kaspers sind, interessiert den einheimischen Verkäufer nicht. Er schaut, dass er seine 375.000 Pfund bekommt. Aber der YouTuber oder der Influencer vermarkt Ihnen diese Immobilie von 420.000 Pfund und die 45.000 Pfund, die er als Provision verdient, von diesen 45.000 Pfund zahlt er null Steuern. Null. Warum? Er ist nicht angemeldet. Er ist inoffiziell. Und das stört mich als Makler. Es wird dagegen was getan, aber es dauert einfach lange. Deswegen habe ich heute dieses Video aufgenommen, um jedem klar anzudeuten, dass sie vorsichtig sein sollen. Und jeder, der sie beratet, verlangen sie diese Urkunde. Ich zeige es Ihnen vor Kamera. Hier steht Cyprus Turkish Estate Agents Associations Membership Certificate. Und wenn diese Person, die sie von Ihnen beraten wurden oder werden, diese Unterlage nicht hat, diese Lizenz, dann sollten Sie die Finger weglassen, weil alles außerhalb ist kriminell. Ich freue mich, dass ich das Video heute gemacht habe. Ich hätte es viel länger machen müssen, aber ich wurde von sehr guten Menschen erzogen und mir hat man beigebracht, man redet nicht schlecht über andere. Zum Glück habe ich in dem heutigen Video nicht über Namen gesprochen, sondern Sie haben verstanden, wen ich meine. Es sind zwar mehrere im YouTube und so ist der Markt heute. Sie müssen vorsichtig sein. Wenn Sie investieren, schauen Sie, dass Sie an erster Stelle an Meeresseite kaufen. Meereslinie oder Meeresseite. Bergseite ist auch schön. Auch bei Bergseiten haben Sie tolle Investitionsmöglichkeiten. Aber wo wird der Preis am meisten steigen? Selbstverständlich auf der Meereslinie, nicht auf der Bergseite. Und die Leute, die teuer gekauft haben mit den Einkaufspreisen, die werden auch in der Zukunft keine hohen Preissteigerungen bekommen, weil sie haben am Anfang teuer investiert. Und seien wir ehrlich, heutzutage sind die Quadratmeterpreise keine Schnäppchenpreise mehr und jeder versucht vor der Kamera sich am besten zu zeigen. Ich bin so, wie ich bin. Ich komme aus der Pfalz, ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich habe einen sehr wohlhabenden, reichen Vater. Er war, bevor er in Rente gegangen ist, ein General in der türkischen Militär. Entschuldigung, man nennt ihn im Deutschen Oberst, war er in der türkischen Militär. Und das ist eine Ehre für mich. Und ich brauche keinem zweiten, dritten, vierten Person vor Kamera zu lügen. Ich sage Ihnen nur die Wahrheit. Ob es sich lohnt, auf Nordzypern zu investieren, selbstverständlich. Solange Sie intelligent sind, sich gut informieren lassen, dann sollten Sie auf Nordzypern investieren, weil es ist kein EU, es sind Riesenvorteile vorhanden. Ich habe Ihnen letztens in dem Video 15 Gründe genannt, warum Sie auf Nordzypern investieren sollen. Es sind steuerliche Gründe, es sind Gründe im sozialen Leben. Sie können sich hier frei ein schönes, gesundes Leben gönnen. Gönnen Sie sich auch ein schönes Leben. Anstatt in erteuerten, kriminalen Erlebnissen weiterhin positiv zu denken, brauchen Sie nicht. Auf Nordzypern brauchen Sie sich wenig Gedanken zu machen, solange Sie den Fortschritt richtig machen, die Auswanderung. Die Auswanderung ist niemals ein einfacher Prozess. Aber wenn Sie es entspannt planen, wenn Sie es gut planen, ist jede Auswanderung schön. Sie müssen nur im Voraus wissen, dass Sie für jede Auswanderung auch ein bestimmtes Budget brauchen. Auch auf Nordzypern bekommt nicht jeder seine Permit Residence, also die Aufenthaltserlaubnis. Heutzutage wird der Staat, dass Leute hierher kommen, die genügend Geld haben.
Und deswegen sollte man sich auch nicht beschweren, wenn der Staat jetzt keine Aufenthaltserlaubnis mehr gibt. Vielleicht ist es das größte Problem der EU, dass sie jeden reinlassen und dass jeder eine Aufenthaltserlaubnis bekommt, auch teilweise Asyl. Und das ist auf Nordzypern nicht der Fall, weil Nordzypern ist kein sozialer Staat. Hier werden sie vom Staat nicht unterstützt. Ich finde das super. Ich liebe meinen Staat auf Nordzypern. Und das ist der Grund, warum ich seit 24 Jahren auf der Insel lebe. Das war's für heute. Es war ein interessantes Video. Hoffentlich habe ich Ihnen weiterhelfen können. Ich freue mich auf die nächsten Kontaktaufnahmen und demnächst kommt wieder ein schönes Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Erdem Çetil.